Das ist Max. Max soll im Englischunterricht einen Text, einen Hörtext verstehen. Das heißt, es geht um Hörverstehenskompetenz, genauer gesagt darum, was eigentlich bei Max passiert, damit er einen Text verstehen kann. Um diese Frage zu beantworten, schauen wir mal in die Dissertation Hörverstehen im Englischunterricht. Und da finden wir eine Abbildung bzw. ein Modell von Van der Gift und Go. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Für Max. Und zwar versteht Max den Text, den er hören soll, auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal auf der Ebene des Wortes, einmal auf der Ebene des Satzes und einmal auf der Ebene der gesamten Bedeutung. Für den Englischunterricht haben wir noch eine Ebene, die so ein bisschen dazwischen liegt, und das sind die sogenannten Chunks. Wenn Max jetzt auf diesen Ebenen etwas verstehen soll, braucht er unterschiedliches Vorwissen. Zum Beispiel, um Worte zu verstehen oder Silben, braucht er phonologisches Wissen oder lexikalisches Wissen. Um Sätze zu verstehen und dann auch mit einer Bedeutung zu verknüpfen oder mit der Wortbedeutung zu verknüpfen, braucht er semantisches oder syntaktisches Wissen. Um die Gesamtbedeutung erfassen zu können, braucht er so etwas wie Weltwissen, soziokulturelles Wissen, Strukturwissen über den Text und die Textform, kognitive Strategien, und er braucht auch ein bisschen Wissen darüber, was in dem Text vorher und hinterher besprochen wurde. Diese Ebenen benennen wir die Ebene der Perception, das heißt des Wortes, die Ebene des Parsing, das heißt des Satzes, und Utilization, das ist die Ebene des gesamten Kontextes oder des gesamten Textes. Die lassen wir jetzt mal liegen für den Max. So, diese drei Ebenen. Was passiert jetzt aber, wenn Max zum Beispiel nur Worte kennt? Dann wird er den Text nicht verstehen, auch wenn er die sogenannte Bottom-up-Strategie verwenden kann. Genauso würde es Max nicht helfen, wenn er nur Wissen hat, das heißt nur die sogenannte Top-Down-Strategie anwenden kann. Auch das würde ihm nicht helfen. Letztendlich, was er braucht, um all das zu einer Gesamtbedeutung zusammenzufügen, ist Interactive Processing. Das heißt, er muss Top-Down- und Bottom-Up-Prozesse verknüpfen, sodass sein Wissen über einzelne Wörter, Sätze und den Gesamtkontext verknüpft werden kann.